Wir als Surfer verbringen natürlich super viel Zeit im Wasser und an den Stränden auf der ganzen Welt und sind dadurch sehr viel ausgesetzt dem ganzen Plastikmüll und dem Problem des Plastikmülls und haben damit auch eine gewisse Verantwortung, das weiterzugeben und an die Menschen weiterzutragen, die das vielleicht nicht in ihrem direkten Alltag alles sehen. Seit Anfang des Jahres 2018 hat China keine Lust mehr auf unseren Müll. Plastikmüll ist am Meer und allen Stränden dieser Welt täglich zu finden. Es gilt halt auch einfach mal zu handeln und nicht nur das Problem zu erkennen und zu verdrängen. You see plastic in the water, you think, you know, what can I do to stop this? And it's cool when you see people from around the world come together and we all share that common bond. We're all working together to keep the oceans clean. So, I mean, yeah, there's always more we can do, so the more the better.